Ich glaube, hier ist immer vorläufig sicher. Ja. Ui, viele bunte Schokolinsen, schau her. Sag mal, welches Rindviech hat dich geritten, deinen uralten Fiat Punto als Fluchtwagen zu nehmen? Der ist nicht einmal mehr angesprungen. Ich hätte ja dein Porsche auch nicht mehr können. Nein, hätte man nicht. Und damit passt er. Ah. Ich hab so das komische Gefühl, es fliegt uns heute alles noch um die Ohren. Wenn's uns um die Ohren fliegt, gebe dir rechtzeitig Bescheid. Läuft alles nach Plan. Das ist aber Scheißplan. Du hast einfach ein Problem mit deiner Einstellung zum Thema Banküberfall. Ich hab kein Problem mit meiner Einstellung. Du hast ein Problem mit meiner Einstellung. Und das ist dein Problem. Das Schicksal klopft nicht immer an die Tür. Und wenn sie klopft, dann muss man die Tür halt eintreten. Jeder ist seines Schmieds Glück. Glück ist Schmied. Das Gleiche. Pass auf, Mund auf. Du kannst doch da nicht die Ratzen füttern. Also. Ist doch kein Ratz, das ist mein Mäusler. Ja. Warte mal, bis er aufsteht. Der dahinter, das ist ein Ratz. Ich habe jedenfalls mein Leben lang gearbeitet. Ich habe geheiratet, ich habe ein Haus gebaut, ich habe Geld gespart, ich habe meine Steuern gezahlt. Zumindest die Masten. Also die wichtigen halt, die Verbrauchssteuern. Jetzt hört es. Kleines weg, Geld weg, Haus weg, Briefkasten in Panama weg. Aktiendepot weg, alles weg. Das ist nicht weg, das hat nur jemand anderes. Und gestern musste ich auch noch meine kleinen Liebling verkaufen. Du hast deine Frau verkauft? Wer will denn den? Mein Liebling, mein Porsche. Mein Lebensabschnittsgefährt. Mach dir nichts draus. Im Kühlschrank brennt immer ein Licht für dich. Und wenn's kaputt ist, steht der Kerzen rein. Kerze im Kühlschrank, schmilzt doch die Butter. Ich eigne mich nicht für Hartz IV. Und was können wir beide für die Bankenkrise? Du warst doch Börsenspekulant. Wir haben uns nur das zurückgeholt, was uns da zusteht. Und jetzt lassen wir nachschauen, was wir überhaupt erwischt haben bei dem Banküberfall. Vielleicht langt's ja für ein neuer Porsche. Schauen wir mal. Ah, oh, mein Pistol. Sag mal, warum hast denn du so viele Münzrollen? Das ist mein Trick. Münzen sind nicht nummeriert, die können nicht nachverfolgt werden. Wie verblödet ist das denn? Ein paar Münzen, da bringst du doch kein Geld zusammen. Eine Million in Münzen ist auch eine Million. Jetzt möchte ich sehen, wie du eine Million in Münzen aus der Bank rausschleppst. Ja, mit einer Kette. Was für eine Kette? Ja, Kette bilden, da kann man betreutes Wohnen anrufen. Die kommen, die sind froh, wenn sie was zu tun haben. Frei, die sind ja die Allerschnellsten. Wer ja noch beteiligen am Bankraub. Sag mal, wie viel hast denn du? 281 Euro und einen Apfel. Dann haben wir insgesamt bloß 1.981 Euro erbeutet. Und einen Apfel, ja. Und einen Apfel, ja, deswegen haben wir keine Bank überfallen müssen. Ja. Warum haben wir so wenig? In der Kasse, da waren noch lauter 500er gelegen. Ja, solche Backen. 500er, 200er, 100er, 50er, solche Backen, 50er. Ich wollte ja nehmen, aber der Kassier hat gesagt, das soll ich nicht nehmen, weil es hat das Tierheim einbezahlt. Ja, für Hamsteraufsichtsstation ist das, ja. Ist doch völlig wurscht, das soll doch die Versicherung. Das macht doch der Hamster nicht. Das ist doch dem Hamster völlig wurscht. Nein, ich will nicht, dass der Hamster keine Aufzugsstation hat, gell? Du oder dem Tierheim sein Geld nicht klauen. Tierheim sein Geld ist doch wurscht, man hätte einen Haufen Geld gehabt. Ich hätte es ja selber geholt, wenn die Polizei so schnell da gewesen wäre. Ja, das hat mich auch ganz gewundert, ne? Kaum habe ich gedrückt, war die Polizei schon da. Was hast du gedrückt? Den Alarmknopf. Sag mal, wie verblödet bist du denn? Du kannst doch nicht selber die Polizei dir auf den Hals hetzen. Ja, du hast doch zum Kassier gesagt, wenn er den Alarmknopf drückt, wird er erschossen. Muss ich jetzt dich erschießen, weil du drückt hast? Hör her,
Ich habe noch nie in meinem Leben einen Bankraub gemacht. Ja? Habe aber im Fernsehen bestimmt schon 100 Mal gesehen, wie so ein Bankraub funktioniert. Und da war immer Polizei dabei. Und wenn ich einmal einen mache, will ich auch, dass die Polizei dabei ist. Wenn ich das denke. Wenn ich einmal einen mache, will ich auch. Und sowas ist mein Bruder, der völlig gestört. Dann kommt mit dem bisschen Geld, 1.089 Euro, ist ja gar nichts. Das lang nicht für ein Bursche, das ist ja wieder klein. Oh, da kommt jemand, los, versteck dich. Hey. Bleib doch lieber, das. Was machst denn du? Da passt doch du nicht drunter. Schau, dass du herkommst. Aber knapp. Passt, wenn ich drunter passt. Pass nämlich, nein, nein. Nein, schau es noch mal nach. Ich hab den Termin vor 14 Tagen ausgemacht. Kurz mein Name. Dr. Michael Kurz. Nein, kurz wie lang, nur kürzer. Nicht wie Furz, bloß mit K. Morgen, Hasi. Tiefen Entspannung bei meinem Ling. Los, komm rein. Hallo. Na, Sie verstehen nicht, ich freue mich seit 14 Tagen auf den Termin. Der mal liegen, Ihre Hände sind wie kleine Schlagbohrhämmer. Was wäre sonst noch frei? Hermann. Hat er auch starke Hände? Hallo, Zähnchen! Wissen Sie was, die Angelegenheit hat sich soeben erledigt. Danke. Wie stark willst du deinen Kaffee denn heute? Einmal flüssiges Herzrasen, bitte. Na gut. Aber Zähnchen, für deine Gesundheit solltest du mindestens 3 Liter Wasser pro Tag trinken. Mach ich doch. Ich lasse es halt vorher durch die Kaffeemaschine. Scharfes Outfit. Note 9,0 auf der nach oben offenen Kurzskala. Du wärst überrascht, wie viel es kostet, so billig auszusehen. Guten Morgen, Herr Doktor. Guten Morgen, Frau Neumann. Morgen. Ach, die ist auch schon wieder da. Haben wir den schon wieder Freitag, Frau Neumann? Kaum zu glauben, nicht wahr? Aber die Zähne machen mir zu schaffen. Die Zähne, Herr Doktor. Und was sagen Sie zu meinem neuen Hut? Er macht einen schlaffen Fuß. Sie wissen ja, als Mediziner unterliege ich der ärztlichen Schweigepflicht. Frau Hase, wenn Sie vielleicht ganz kurz mit nach nebenan kommen, Sie müssten mir kurz zur Hand gehen. Mhm. Frau Neumann, wenn Sie sich noch einen klitzekleinen Augenblick im Wartezimmer gedulden. Ich bin gleich für Sie da. Herr Doktor. Hallo, Hase. Jeden Freitag dasselbe. Diese alte Schabracke hat gar nichts an den Zähnen. Ich glaube, die hat nicht einmal Zähne. Was macht die dauernd hier? Keine Ahnung, aber ich weiß, was wir gleich machen. Hast du ein Geburtstagsgeschenk für mich? Ja, du darfst gleich auspacken. Oh nee, schon wieder Naturalien? Och. Also Schmuck wäre mir ja lieber. Apropos Schmuck. Meine neue Uhr kann hell sehen. Sie sagt, du hast keine Unterwäsche an, stimmt das? Hä, wieso? Ich hab doch Unterwäsche an. Dann geht's hier 5 Minuten vor. Oh. Die Luft ist rein. Ja, bleib weg von mir. Stinkt's. Du sollst du ja wegbleiben von mir. Ja, du bist gemein. Dein Handy. Ja, ich hör's. Ja, hallo? Ach, du bist Liebling. Hi, Frau. Nein, momentan ist ungünstig. Was war? Ein Netzmantel. Ja, du, es ist Frühsommer. Für was brauchst du einen? Ach so, ist besonders günstig, ja. Das ist nicht ganz was anderes, ja. Nein, das war nicht mein Ernst. Schöner Gruß. Ja, ein schöner Gruß von meinem Bruder. Wo ich bin? Beim Zahnarzt. Dr. Kutz, Königstraße, 3. Stock. Alle Kassen. Nein, Liebling, du musst nicht herkommen. Nein, ich hab kein Geld. Entschuldigung, komm ich jetzt ran? Warum verstecken Sie sich denn? Damit Sie mein Gesicht nicht sehen. Tut die Tüte wieder hoch. Wo
Du benimmst dich so unauffällig wie ein Elefant im Porzellanladen. Lieber Elefant im Porzellanladen als ein Igel in der Kondomfabrik. Sag mal, hast du sie noch alle? Was ich gar nicht. Ich bin ja gar nicht zählt heute. Was? Ob ich noch alle hab? Das ist so ein Doldi. Almech. Was ist? Fehlt was für eine Beute? Na, mein Geldwaschzemmel ist weg. Moment mal, du nimmst so einen Banküberfall ein Geldwaschzemmel mit? Ja, der Leberkäse war noch nicht warm. Oh. Ja, darf ich gar nichts sagen, ich hab ja wegen Proviant mitgenommen. Ui. Schokolade, welche Sorte? Mit ganzen Früchten. Mit ganzen Früchten? So, jetzt tauchen wir mal ab, ich schau mal, wie ein besseres Versteck findet für uns hier. Schokolade. Oh, ich glaube, da ist jemand gekommen. Oh nee, so schnell? Schon wieder? Nicht ich, Patienten. Ach so, das macht gar nichts. Ich kann Patienten so ignorieren, dass sie an ihrer eigenen Existenz zweifeln. Mist, hier geht's auch nicht. Max, wo bist denn du? Hast du jetzt in den 15 Sekunden, wo ich da drüben war, die ganze Schokolade zusammengefressen? Was? Nichts dafür. Wenn ich Schokolade sehe, muss ich sofort zuschlagen. Ich bin schokoladensüchtig. Ich habe mir sogar schon mal mit Kakao eine Linie gezogen. Boah, das war geil, Leute. Ja, ja. Entspannt total. Sobald ich Schokolade sehe, sprechen zwei Stimmen zu mir. Die eine sagt, ist die Schoki, ist die Schoki, ist die Schoki. Und die andere sagt, hast du gehört, du sollst die Schoki fressen. Seitdem dich deine Frau verlassen hat, hast du 12 Kilo zugenommen, mindestens. Ja, aber ich lieb sie noch immer. Schokolade löst keine Probleme. Doch. Hast du schon mal versucht, mit vollem Mund zu weinen? Geht nicht. Du wolltest doch abnehmen. Ja, aber ich habe so viel Metall in den Zähnen, dass mich die Kühlschrankmagneten dermaßen anziehen. Kann gar nicht anders. Du hast auch nicht gerade einen Waschbrettbauch. Doch, hab ich. Liegt halt momentan viel Wäsch drauf. Ja. Meine Renate hat meinen Waschbärbauch geliebt. Deine Renate, sei froh, dass diese elendliche Bissgurn los bist. Ich hab nicht zu dir passt. Das hätte doch bei dir schon klingeln müssen, wie es dich genötigt hat, mit ins Elternhaus einzuziehen. Nach Obermichelbach. Obermichelbach liegt am Arsch der Welt. Nein, Obermichelbach ist nicht der Arsch der Welt. Oh, ich vergaß, Obermichelbach ist das New York von Franken. Ja, ist nicht der Arsch der Welt. Nein, Obermichelbach ist nicht der Arsch der Welt. Aber von dort hat man einen sehr guten Blick dorthin. Ja. Nach Tugendbach. Und Tuchenbach sind die Hämorrhoiden von Franken. Ja, wo die Liebe hinfällt. Da wächst kein Gras mehr. Kann man nicht. Oh, schon wieder ist hier Regen am Mensch. Ach, weißt du was, Moritz? Ich hab keine Lust mehr. Wir geben das Geld zurück und sagen, es tut uns leid, dann gehen wir heim. Komm. Sag, was spinnst du? Es ist nicht wie früher im Kindergarten, wo du im Sandkasten hockst, mit der Schaufel eine aufs Hirn kriegst und alles ist wieder gut. Wenn ich gewusst hätte, wie sich das Leben entwickelt, wäre ich gerne im Kindergarten im Sandkasten sitzen geblieben. Dein Hirn sitzt noch dort. Wir können nicht runter. Unten sucht die Polizei nach den Bankräubern. Hier in der Zahnarztpraxis kommt doch keiner auf die Idee, dass wir uns da verstecken. Stimmt. Am besten, wir gehen ins Wartezimmer, das ist am unauffälligsten. Kommt, das. Ui, das ist voll. Wer war denn der Letzte? Wenn vielleicht die Kassenpatienten ihre Gebisse nach vorne werfen würden, dann könnten wir da schon mal mit der Arbeit anfangen. Ja. Ui, schau. Die schaut schon ein wenig aus wie meine Renate, ne? Deine Renate, deine Ex-Frau hat dich nach der Scheidung so auszogen, dass es ein Wunder ist, dass du überhaupt noch Klamotten am Leib hast. Ich meine, für uns ist es von Vorteil, dass der was anhat, ne? Na ja, schau mal, wie gierig die schaut. Gierig? Wollen Sie den Nugget sehen? Ja, die zweifelt schon arg. Ja, das ist ja auch nicht recht freundlich von Ihnen, muss ich schon sagen, gell? Freundlich nicht, aber ehrlich. Jetzt hockst dich da her und verhältst dich wie ein ganz normaler Patient. Jetzt schon wieder die Zeitung. Seit 6 Wochen muss ich jeden Abend die scheiß Zeitung lesen. Ah, da
da steht zum Beispiel, dass der menschliche Körper eine Speicheldrüse hat, die 1,5 Liter Speichel am Tag fabriziert. Hallo, der Onkel Doktor ist da. Mein lieber Scholli, Herr Müller, Sie haben sich aber verändert. Sie sind ja kaum wiederzuerkennen. Die schönen langen blonden Haare sind weg, der Bart ist ab und dünner sind Sie auch nicht geworden. Hey, Fuzzi, das ist doch gar nicht der Herr Müller. Und Müller heißen Sie auch nicht mehr. Was ist denn das für eine ausrangierte Herz-Lungen-Maschine? Mal schönen Fifi, da sieht man gar keinen Übergang. Ne? Wie viele Pudel haben denn dafür sterben müssen? Ich weiß nicht, was er meint. Ja, komm, Flocki, mach einen Abflug. Der Fuzzi ist ja nicht ganz sauber. Ich glaube, das ist ein Eselsimitator. Hast du schon gewusst, dass der menschliche Mann am Tag bis zu 300 Mal an Sex denkt? 300 Mal? Es kann nicht immer dieselbe Frau sein. Hoppala. Ach, war ich gut. Na ja. Hallihallo. Freilaufender Rentner, wohlhabend, gut gelaunt und sonnengebräunt. Hallihallo, Waldi. Haben Sie etwas für mich? Ich werde heute 30. Zum dritten Mal. Sie haben meinen Geburtstag vergessen. Aber wie könnte ich? Ein Mädchen wird doch schließlich nur einmal 30. Ja, ja. Ja, und wie ich letztes Jahr 29 geworden bin, da haben Sie mir zu meinem 30er eine Perlenkette versprochen. Hase. Papa, was willst du hier? Ich komme gerade von einem geschäftlichen Mittagessen. Mit wem? Mit einem gewissen Martini. Es gab Miesmuscheln, aber ich muss dir sagen, so mies waren die Muscheln gar nicht. Wenn Sie mir anbieten würden, auf der Stelle mit Ihnen zu schlafen, ich würde sofort einwilligen. Ich will aber nicht mit Ihnen schlafen. Ja, ehe ich mich zu Kerlen bette, erwarte ich eine Perlenkette. Papa, jetzt, wo du im Ruhestand bist, solltest du mit Anstand alt werden. Mit Anstand alt werden? Im Gegentum, ich werde lieber unanständig jung. Schon mein Vater hat immer gesagt... Was hat Ihr Vater immer gesagt? Welcher Vater? Papa, was willst du? Wo? Hier. Wieso? Keine Ahnung, denk nach. Ha! Ich bin gekommen, um dich zu warnen. In Fürth schnüffeln momentan Prüfer von der Kassenzahnärztlichen Vereinigung herum. Die sind alle inkontinent, impotent, Quatsch, inkognito. Papa, das bildest du dir doch bloß ein. Doch, genau wie gestern, als du gesagt hast, unser neuer Hausmeister ist ein gesuchter Schwerverbrecher. Bunkert tonnenweise Dynamit und will sich zur Bank durchsprengen. Ja, du, die reine Wahrheit. Ja, genau wie letzte Woche, als du mit so einer Aluminiummütze hier auftaucht bist und hast gesagt, die Nase hat meine Gedanken gehackt. Oh. Ja. Und die Wochen davor hast du dein Mikrowellen in die Pegnitz geschmissen und hast gesagt, das ist eine Strahlenwaffe der Chinesen. Papa, du bist verwirrter als ein Chamäleon nach einer Schachtel Buntstifte. Ach, Hase, der Kaffee ist kalt. Ich mach gleich frischen. Obwohl, kalter Kaffee macht ja bekanntlich schön. Noch schöner wäre kitschig. So, Papa. Dann schauen wir mal, was deine neue Krone macht. Mund auf. A, B. Haben die Herren einen Termin? Na, mir schauert bloß ein wenig um. Ich lob mich nur ungern selber, aber die Krone ist fast so schön wie ich. Ihr könntest bedenkenlos im Tower von London bei den Kronjuwelen präsentieren. Ich soll meine Kronjuwelen in England präsentieren? Ja, darf man denn das dort in der Öffentlichkeit? Papa. Ja. Hier, der Kaffee.
Die ist aber toll, hä? Ach, übrigens, da sind zwei Herren draußen. Was wollen die? Nix, die schauen nur. Ach, die schauen nur. Die schauen nur, sie sind es. Der Gamsbock ist gelandet, das Küken ist im Eierbecher, der Fuchs hat die Gans gestohlen. Ja, sie Papa. Sind da. Papa ist ja. Gut. Du! Verdammt, du hast recht. Hm? Wenn die rausfinden, dass ich alles doppelt abrechne, einmal über die gesetzliche Krankenversicherung und einmal über die Zahnzusatzversicherung, dann bin ich geliefert. Ja, und nicht gleich mit, weil ich den ganzen Patienten von dir diese Zusatzversicherung angedreht habe. Du, die machen hier dicht, die schicken uns in den Knast. Du, da steht, dass der Zellenabbau bei Menschen mit 26 Jahren beginnt. Wieso wissen da die Fettzellen nichts davon? Warum schauen die so komisch? Vielleicht haben die uns ertappt. Was ist, wenn die Polizei rufen? Die wollen die Polizei rufen. Junge, wir haben häufig Geld geerntet. Wir müssen hier aufhören. Wir müssen sofort alle Akten vernichten. Du hast recht. Hm? Hase, für Praxis und Vaterland, du musst dich opfern. Du musst dich um die zwei Herren kümmern. Wir müssen uns was machen, wenn die Polizei hier raufkommt und sie der Beute hier erwischt, dann sind wir ihnen flagrant ist und das... Hätten die Herren gerne einen Kaffee? Ah, das ist nicht nötig. Doch, das ist sehr nötig. Max, wir müssen weiter. Sogar ziemlich nötig. Die Zahnfee ist so freundlich. Die muss gar nicht freundlich sein bei dem Fahrgestell. Sie haben aber wirklich außergewöhnliches Haar. Ja, das habe ich mir selber wachsen lassen. Ja. Sie haben aber auch außergewöhnliche Augen. Das sind meine echten. Echt? Mhm. Was sind Sie hier eigentlich? Ich bin eine Zimt. Oh, Sie ist eine Zimt. Ja, eine zahnmedizinische Fachkraft. Ui, Sie ist eine Zimt. Es ist doch wurscht, was die ist. Wir müssen hier raus. Geh du schon mal vor, bleib nur mit. Da wedelt doch der Schwanz mit dem Hund. Ich werde heute übrigens 30. Ui, in D-Mark werden die schon 60, ne? Mindestens. Ja, ja. Frau Hase, wenn Sie vielleicht mit nach nebenan kommen. Na gut. Ciao-i. Ciao-i. Max, los, jetzt komm. Oh, ich glaube, die steht auf mich. Gott, die steht auf dich. Mein Gott, die ist grell geschminkt, die ist billig anzogen. Das ist bei einer Frau immer ein Zeichen der Verzweiflung. Was machst du denn da? Katzenwäsche. Für was? Wie gut ausschauen für Sie. Und da meinst du, reicht zu wenig Wasser? Ja. Was willst du mit dem Wasserstoff, Freddy? Das ist kein Wasserstoff, Freddy. Nein, das ist deine verwunschene Prinzessin, die auf dem Froschkönig wartet, oder was? Dann habe ich keine Chance. Warum wollen alle Frauen immer so blöde Prinzessinnen sein, die irgendwo eingesperrt in der Tonne auf irgendwelche Erbsen rumhocken und warten, dass so ein blöder Prinz in Strumpfhosen herkriegen kommt? Was soll schon eine Frau mit einem muskelbepackten Prinzen, wenn sie so einen schwabbelnden Hofnarren haben kann? Der hat Geburtstag, der müssen wir mal schenken. Der müssen wir gar nichts schenken, wir müssen weg. Die Hexe ist die Polizei auf dem Hals. Lass das mal schnell starten, fix. Passen Sie doch bitte auf. Pass doch selber auf der Arschbackenkäse. Die wollen abhauen. Und die holen sich an die Polizei. Halt sie fest. Gib mir das jetzt hin. Verlierst du die Fassung? Ich hab dafür einen Apfel, schauen Sie. Der ist nicht einmal angebissen. Sie kriegen den Apfel gleich an die Birne, Sie Pflaume. Danke. Ey, mein freundlicher, du Hauptschüler, ja? Na, meine Herren, wie geht's uns denn heute? Fein, fein. Schön, schön. Gut, gut. Ja, gut. Fein, fein, gut, gut und schön, schön. Ja. Schauen Sie sich ruhig um, ich hab nichts zu verbergen. Nein, wir wollten gerade gehen. Wir denn gleich gehen? Schauen Sie sich doch ruhig um, ich hab alles in bester Ordnung. Nein, wir haben noch einen anderen Termin. Oh. Aua. Bei einem anderen Zahnarzt haben wir noch einen Termin. Ja. Beim anderen Zahnarzt. Hm? Wissen Sie was? Zur Feier des Tages behandle ich Sie heute umsonst. Nein, das ist nicht nötig. Nein. Das brauchst du nicht. Schauen Sie mal, Ihr Wartezimmer ist voll. Schauen Sie mal diese schmerzverzerrten Gesichter an. Ja. Oh. Ah, den wolltest du aber schon nackt sehen. Hä? Du bist also, zwei so wichtige Herren wie Sie, die halten mich doch nicht auf. Wissen Sie was? Ich nehme Sie einfach schnell dran. Nein. Max, ich lasse dir den Vortritt. Nein, sag dir. Max, lass dir die Zähne anschauen. Was ist denn der Bord? Oh, Mund auf. Nein, der Bord nicht. Ja, dann kannst du ja du gehen. Ich war dabei draußen auf dich. Nein, was verstehst du an der Silbe Nein nicht? Einer von uns muss in den sauren Apfel beißen. Ja, mach halt ich noch einmal.
morgen noch gerade mal zubeißen können. Du wirst morgen gar nicht mehr zubeißen können, wenn du weitermachst, weil ich dir jeden Zahn ein... Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Damit steht es 2867 zu 0. Magst du das immer? Wie magst du das immer? Mensch, Max, seit 42 Jahren nimmst du immer Papier. Never change a winning system. Los, nein mit dir. Hallo. Hallo. Nehmen Sie doch bitte Platz, ja? Ja. So. Willkommen in meiner kleinen Folterkammer. Sagen Sie mal, wird das lang dauern? Nach meiner Erfahrung eher nicht. Darf ich Sie jetzt allein lassen? Ja, ja. Ich komme wieder. Ja, das habe ich befürchtet. Mit Ihrer Perlenkette. Das ist dann was anderes. Haben Sie Sauerstoff? Die Luft wird dünn. So, wie oft putzt man denn? Regelmäßig, also die Küche. Dann machen Sie mal den Mund auf. Können Sie mir gleich die Nasenhaare schneiden, bitte? So, wie geht's Ihnen denn so? Ah, ganz gut, Sie hatten einen aufregenden Tag, verstehe. Wo sind Sie denn sonst immer beim Zahnarzt? Ah, in der Praxis Dr. Kornmeier, verstehe. Und was hat er zuletzt gemacht? Wurzelkanalbehandlung und eine professionelle Zahnreinigung. Verstehe. Weil ich gerade dann denke, sind Sie privatversichert oder Kassenpatient? Ich bin gar nicht versichert, ich zahl bar. Was? Ich bin gar nicht versichert, ich zahl bar. Sie sind gar nicht versichert, Sie zahlen bar. Bar, das ist was. Tut das weh? Ah! Und das? Ah! Und das? Ah! Das ist ein Sadist, sind Sie! Dankeschön. Ehrlich gesagt, Sie gefallen mir gar nicht. Ja, wenn ich mir Sie so anschaue, Sie sind alle gerade Schätzchen. Nein. Ihre Zähne sind wie Sterne, so... Strahlen. Nein, so gelb. Und was ich sonst so sehe, ist auch nicht gerade eine orale Offenbarung. Ihre Weisheitszähne sind schief... Sie, warum heißt das übrigens Weisheitszähne? Doch ein völlig beknackter Name. Kannst du gescheit putzen, wenn ich mal rausgerissen, die können doch auch braune Zähne oder Dummheitszähne heißen oder so. Auf alle Fälle haben Sie oben links ein kleines Loch und unten rechts ein großes. Ja, das gleicht sich dann wieder aus. So, das kann jetzt ein bisschen zwicken, ja? Jetzt beißen Sie doch die Zähne zusammen und machen Sie den Mund auf. Es sei, dass Sie Ihre Hand an meinem besten Stück haben. Ja, wir wollen uns ja gegenseitig nicht wehtun, oder? Sie sind ja gemeingefährlich, Sie müssten mal einsperren. Was einsperren nur meine Leiche? Zigaretten einsperren, die Zahnmedizin ist ein schlechter. Nein. Nicht einsperren. Also, egal, was Sie wissen. Verraten Sie mich nicht, ja? Wollen Sie Geld? Ha? Ich hab Geld. Moment. Nein! Moment, ich muss doch hier in der... Ich darf nicht ins Gefängnis, ich bin doch zu schön. Ich mach keinen Mucks mehr. Überlebt das. Hallo, hallo. Ich heiße Waldemar. Und das ist wunderbar. Entschuldigung, ich wollte fragen, ob ich bald dran... Hallo, Frau Neumann. Sie werden ja immer jünger. Oh, Herr Doktor, so charmant. So charmant. Da flattert ein paar Schmetterlinge in Ihrem Bauch. Was soll ich mit Schmetterlingen im Bauch? Ich habe eine Fettleber, Sodbrennen und Dünnschiss. Ich finde, das reicht. Schon mein Vater hat immer gesagt, die Fläche eines Toilettenpapierstreifens beträgt in Deutschland durchschnittlich
13 mal 9,9 Zentimeter. Dann lieber nicht. Was ist jetzt mit meinem Geschenk? Welches Geschenk? Na, meines. Oh, wissen Sie, was ich jetzt mache? Ich werde... Ja, na was denn? Ich weiß auch nicht. Geschenk. Toaster. Perlenkette. Stimmt. Irren ist menschlich. Ja, und Sie sind das menschlichste Wesen, das ich je kennengelernt habe. Gott, was ist mit dem passiert? Nichts, dass du da hinlegst. Ach so, dann ist ja gut. Und dann ist ja cool, wenn er eine Bank ausrauben hat. Er sagt, da kann nichts passieren, wir gehen eigentlich raus. Ist er das? Ja, aber du musst. Und er bricht mich nicht für ein rhetorisches Selbstgespräch. Warum muss das bei mir passieren? Wir müssen die Rettung rufen. Für die kommt jede Hilfe zu spät. Oh Gott, wir werden eingesperrt. Und ich schaue in Streifen so dick aus. Nicht nur in Streifen. Oh, ich kann mich nicht beruhigen, wenn ich unter Druck stehe. Ich kann nicht, wenn ich unter Druck stehe. Das sagt meine Frau auch immer. Oh. Ja. Gib mir der Ruhe. Was hast denn du da? Nix, nix. Aber wenn das nix ist, kann ich das ja mal sehen, oder? Nix, nix. Ja. Na, sag bloß, das alte Schlamm passt immer noch. Gib mir meinen Schnuffelfand. Gib mir meinen Schnuffelfand. Gib mir meinen Schnuffelfand. Halleluja. Nur Panik! Du musst in das Becken hineinatmen. Das beruhigt zumindest Schwangere. Ins eigene Becken. Da komme ich nicht runter. Ich sag's dir, das ist sowas. Mein Schnuffelfand ist die einzig kleine Macke, die ich hab. Die einzig kleine Macke! Locker machen! Ich bin so locker, ich fall gleich auseinander. Stehe hier als Engel des Friedens. Wo ist denn mein kleiner Bruder? Wer ist denn mein kleiner Bruder? Du bist mein kleiner Bruder. Was hat deine Ex-Frau nur aus dir gemacht? Einen kleinen Wurm! Fliegst du als einen Wurm! Ja, aber ich lieb sie noch immer. Ich lieb sie noch immer. Ex ist Ex und aufgewärmt schmeckt bloß Gulasch. Sie hat nie zu dir passt, das hab ich dir immer gesagt. Ja, sogar bei der Hochzeit in der Kirche hast du mir nichts gesagt. Also mein Trauzeug ist so laut, dass der Pfarrer mich dreimal gefragt hat, ob ich wirklich heiraten will. Ich habe mit dem Pfarrer verhandelt, hab gesagt, geht in den Leasingvertrag auch. Wollt ihr nicht? Wissen, warum der mich verlassen hat? Ich habe alles für sie gemacht. Ich habe immer geputzt, gebügelt, gekocht. Ich habe mit ihr bayerisches Fernsehen geschaut. Das ist es. Ein Mann, der freiwillig bayerisches Fernsehen schaut, wird erotisch uninteressant. Das stimmt nicht. Beweisführung abgeschlossen. Ja.
Ja, ich schau mir nur die Briefe an, dann schau mir an. Sechser Bill Buhr. Ah, ja. Hey, Vorsicht. Ich ja. Jetzt packen wir schon mal den weg bei drei. Eins, zwei, drei. Ah, schwer. Ich meine, Herr Doktor, ich hol was zu essen, ja? Japanisch? Fein. Ciao, die Herrin. Sayonara, Clara. Ja. Was hat denn der die Haare geschmiert? Das bippt ja wie blöd. Oh, der wird grenzt, du. Ich hab das Gefühl, es liegt uns heute alles nur um die Ohren. Wenn's uns um die Ohren fliegt, gebe ich dir rechtzeitig Bescheid. Schauen wir, dass wir rauskommen hier. Oh! So kommt denn der wieder zurück? Ich muss den Scheit reinlegen, den Schwabbel. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Gib mir fünf. Ich hab nur zwei. Ich mache ja alles an dir, vor allem deine schnelle Auffassungsgabe. Danke. Weißt du, was wir jetzt suchen? Das Weite suchen wir jetzt. Ich habe nichts. Wir raus hier. Wir können. Oh nein. Wir müssen einschlossen. Die Tür ist zu. Wir kommen da mal raus. Drücken. Was? So. Was willst du jetzt mit dem Gips? Brauche ich für zu Hause. Muss ich was für ausbessern. Dann lass den Gips da. Der Tüter da! Da fall ich nicht drauf rein. Oh! Polizist! Zähnchen, ich geh jetzt! Hasi? Ex-Hasi! Jetzt sag bloß, da hast du immer noch mit dem eingebetteten Lutscher von Zahnarzt drum techtelmechteln. Schaut her! Ich bin so toll, ich bin so schön. A, geht dich das gar nichts an. Und B, mach den Hasenstall zu, man kann deine Karotte sehen. Ich hab mir heute beim Fespen einen Zahn da unten ausgebissen. Und was verrät er seine Körperhaltung? Er steht und schnauft, als er lebte. Herr Doktor, da ist einer mit einem halben 45er. Was meinst du mit einem 45er? Revolver. Wie gefällt dir mein neues Outfit? Zeitlos, wird nie modern. Also ich finde, ja, steht mir ganz bezaubert. Herr Doktor, da hat ein Kanickel am Zähnchen. Aua, aua. Fahr doch zur Hölle! Gern! Ruf mir ein Taxi! Mist, uns fehlt ein Dentist! Ein Dentist, ein Dentist! Ein Königreich für einen Dentisten! Hä? Shakespeare. Die meisten Probleme lösen sich, wenn man wartet. Warte mal ein wenig. Gestern haben wir 26 Minuten gewartet. Es zieht sich fein. Es bringt doch auch nichts, Mensch. Oh, hey, Santo. Ich glaub nicht, dass die uns einsperrt. Er scheint recht freundlich zu sein. Freundliche Polizisten, wo gibt's denn sowas? Ah, ich hab's. Tarnen und täuschen. Was? Ja, ich mach die Zahnfee und du machst den Zahnarzt. Was? Den Zahnarzt? Bring nicht bei dir rein. Wieso? Weil du ganz dicht bist. Ich kann den Zahnarzt nicht machen, mir wird's ja schon schlecht, wenn ich Blut sehe. Schon allein das Geräusch von dem Bohrer, dieses. Fall ich ja sofort in Ohnmacht. Du machst den Zahnarzt und dann fahrst du mal raus. Ich kann das nicht. Sag dreimal schnell hintereinander, 10 zuzeln, den Zahnarzt in 10 Zahnpatienten Zähne. Ich mag's. Hab ja gewusst, dass du keine Angsthase bist, ne? Grüß Gott, Entschuldigung. Hättest du denn anklopfen? Ich hab meinen Namen erkennen, da bin ich halt rein. Von draußen, klopf, klopf. Draußen. Ach, draußen, ja. Was mag man denn jetzt? Sei dich ganz unauffällig. Ja, wo bleibst du denn jetzt? Ich bin gleich gewusst, dass Sie als erstes die Nerven verlieren.
Mein Name ist Hase. Hase, rette sich, wer kann. Möhren und Karotten zuerst. Herr Doktor, Sie mir immer helfen. Es kostet 100 Euro. Sie haben doch noch gar nichts gemacht. Ja, dann 50 Euro. Herr Doktor, Sie müssen mir unbedingt helfen. Ich habe so Zahnschmerzen. Sie müssen meinen Zahn aufbohren, dann müssen Sie ihn füllen. Und wenn es nicht anders geht, dann müssen Sie ihn ziehen tun. Ja. Haben Sie Glück. Unser Herr Doktor ist auf dem Gebiet eine Koryphäe. Ich bin eine Konifere. Eine Koryphäe. Sag ich doch, eine Konifere. Was du meinst, ist ein Nadelgehölz. Mit der Latschenkiefer. Bei dir hört man schon am ersten Satz, dass du blöd bist. Und am zweiten? Stellt man fest, dass man sich nicht getäuscht hat. Du bist sowas von gemein zu mir, ich rede kein Wort mehr mit dir. Da bin ich gespannt. Ich hab da Gelbwurstsemmel zusammengefressen. Wann? Damit steht es 2-0 in der ersten 10 Sekunden. Entschuldigung, wenn ich... Ruhe! Aber ich hab doch so Zahnschmerzen. Ja, sagen Sie mal, Inspektor Columbo, sind Sie im Dienst? Na, das ist meine Privatuniform. Echt? Das ist privat. Jetzt fragen Sie halt nicht so, ich bin Polizist. Ich bin immer im Dienst. Privat, ja. Inspektor Wallender, dann entschuldigen Sie uns einen Moment, bitte. So, ich hab so das Gefühl, es fliegt uns heute alles noch um die Ohren. Wenn's uns um die Ohren fliegt, gebe ich dir rechtzeitig Bescheid. Jetzt hältst du ihn ein wenig hin und ich zeig ihn dann von hinten an die drüber. Klar? Klar. Dann zeig ich Handschuhe an. Ja. Hast du nicht? Ich dachte immer, das ist wegen der Hygiene. Aber in Wirklichkeit ist es wegen den Fingerabdrücken. Wollen Sie mich nicht erst einmal flachlegen? Was? Flachlegen. Flachlegen? Sie sind überhaupt nicht mein Typ. Du sollst nicht flach, sondern umlegen. Den Stuhl. Schau, also mal, vielleicht können wir den Zahn noch retten, Herr Doktor. Schau mal auf, ja. Das schön. Ich verspreche nichts, aber das halte ich auch, ne? So, schau mal, da ist das Vögelchen, da. Putz, 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 runter mit dem Schmutz. Zähne müssen sauber sein, sonst kommen Löcher rein. Ich werde mich über Sie beschweren. Wir gehen jetzt zum königlich-bayerischen Amtsgericht, hm? Ich bin ein Schmerzpatient. Ein Schmerzpatient behandelt man wie ein rohes Ei. Und was macht man mit rohen Eiern? Ich weiß es nicht. Man haut sie in die Pfanne. Also, zurück ins Ei mit dir. Was ist denn für ein Quadratschädel? Bei mir hat es vorhin auch geklappt. Sie kennen mich doch nicht schlagen. Schlagen Sie nicht, das sind die neuesten Behandlungsmethoden nach Professor Schnippschnapp. Das ist der letzte Schrei. Au! Es wirkt schon, ich spüre schon was. Ja. Jetzt mach was, du bist ja, weißt du, was der Zahnarzt so macht, der nimmt da irgend so ein Instrument, der nimmt diesen metallenen Haken. Und diesen metallenen Haken drückt er in den kariösen Zahn hinein. Ganz fest hinein. Und dann fragt man, tut das weh? Und das tut weh. Und das weißt du als Zahnarzt auch. Aber du drückst rein. Das kann ich schon mal erwähnen. Und wollen Sie mir nicht erst mal röntgen? Röntgen ist eine gute Idee. Röntgen? Nein, nein, nicht röntgen. Nein, das geht nicht. Vielleicht kommen wir es einfach morgen wieder. Hä? Nein, ich komme nicht morgen wieder. Ich habe jetzt Zahnschmerzen. Wir bedrohen uns. Ja, sehe ich. Was machst denn du? Hände hoch, aber ich komme nicht höher. Jetzt horchst du mal her, jetzt war Zipfelklatsche. Wenn ihr nicht sofort mal den kaputten Zahn behandelt, dann mache ich eure Frauen zu Witwen. Da kann mir nichts passieren. Wieso denn nicht? Weil meine Frau hat mich verlassen. Ach Gott, Lena. Ja, geht das wieder los? Sie arme Kerl, Sie arme. Einfach so, ich hab gar nichts gemacht und zack, wo ich weg. Oh Gott. Die weiß ja gar nicht, was an ihnen gehabt hat. Nein, das ist ja, ich bin im falschen Film. Wissen Sie, was ich hab? Nein. Zahnschmerzen. Oh Gott.
müssen den armen Mann helfen. Wie willst du dem helfen? Du bist doch kein Zahnarzt. Und mein Therapeut hat immer gesagt, man kann alles sein, was man will. Man muss es nur richtig vorstellen. Dein Therapeut hat doch keine Ahnung, da kommt das Neustadt Eisch. So, ja, ja. Etzel. Du bist so ein Halbidiot. Wieso Halbidiot? Weil ich mir nicht traue, dir die ganze Wahrheit zu sagen. Ich bin eben nichts für schwache Nerven. Du bist überhaupt nichts. So, lala. Schauen wir mal, jetzt machen Sie das erst einmal voll, bitte. Du bist doch kein Urologe. Ja, aber zum Spülen, zum Spülen. Ui, ja, da steht alles drin. Zahnbehandlung für Dummies nach R. Feichtenbeiner. Ui. Da bin ich gespannt. Da steht alles drin. So, schauen wir mal. Da haben wir es. Behandeln. Bohren haben wir da. So, Bohren. Das kann weiter wegen wehtun, gell? Mann, es wäre nicht gescheiter, wenn wir den Zahn vorher mal bedeuten täten. Bedeuten täten? So, wo haben wir es denn da? So, man nehme den. Es war besamen. Man nehme die Betäubungsspritze, halten Sie mal, nehme mit der linken Hand den Haken, ziehe das Zahnfleisch herab und steche unter den kariösen Zahn hinein. Ah! Oh! Wer in die Hand? Ah! 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 Die ist wirklich ein Zahnarzt verloren gegangen. Wenn man suchen würde, würde man auch nicht finden. Das ist alles so bettlich. Sie mir können fein die Betäubung weglassen. Welcher mir bei uns gleich. Ja, anders geht's gar nicht mehr. Kein Kühe in die Finger. Ich vertrage keinen rohen Fisch.
Lieber Pizza wäre mir besser. Schmeckt. Ja, mir auch, aber ich hatte schon genug Transfette in meinem Leben. Ich auch. Ja. Maggi vielleicht? Ah, Maggi, Maggi. Hab grad Kühl in die Finger. Ja, soll ich Ihnen vielleicht helfen? Ja. Ja. Hoch in die Luft. Okay. Hoch in die Luft. Und. Es hat bei den Proben nie geklappt. Was Sie so alles können. Der wundert mich selber. So ein Mann wie Sie, der fährt doch bestimmt ein schnelles Auto, oder? Ja. Ein Flitzer. Fiat Punto. 120 auf der Autobahn. Den Berg runter. Ich komme nicht mehr näher. Sie Zahnarzt, Sie! Ist nicht so wie ausschauen! Hasi, wir sind geschieden! Bleibst du auf! Bleibst du auf! Mach die Tür auf! Komm raus, du Dentist! Ich hole den Polizist! Hol ich aufmachen! Hol ich mal auf, der Polizist ist in uns hier! Sag bloß, du hast immer noch Gefühle für mich! Aber natürlich, Wut, Enttäuschung, Hass! Ja, wenn ich dich sehe, bekomme ich auch immer dieses Gefühl im Bauch. Schmetterlinge? Nein, Magen-Darm. Ich bring dann um. Ja, herein. Ach, Max, deine Lippen sind verrutscht. Nein, die Susi hat mich geküsst. Das war wie ein Geizier. Das Wasser ist nach oben geschossen. Was ist denn das? Entweder Erektion oder hast du Tollwut. Ja. Tollwut. Ich werde jetzt die Tür aufbrechen, dann wirst du sehen, wie dein Stecher durch die Luft fliegt und im Flug meine Faust inhaliert. Bin heute mit dem falschen Wein aufgestanden. Hämmert alles so in meinem Kopf. Das ist der Dings. Welcher Dings? Vom Bums. Der Polizist kommt. Wo willst du hin? Ich denke, über den Zims, gehen wir rüber in die nächste Wohnung. Was? Ah. Bist du auf Peckwummel oder was? Du springst ja von Ast zu Ast. Komm raus, du Hormonviech. Ich bin die Polizei. Entschuldigung, komme ich jetzt endlich dran? Gleich, Frau Neumann, gleich. Hey. Meine Mutter hatte mal gesagt, es gibt genau zwei Wörter, die dem Leben viele Türen öffnen werden. Drücken und ziehen. Oh. Hasi, ich brauche ganz dringend einen Kaffee. Mit Milch und Zucker? Vor allem mit Warpgeschwindigkeit. Die gebe ich ja auch Warpgeschwindigkeit, du Ersatzklingone. Na super, du hast meinen Zahnarzt umgehauen. Und was ist jetzt mit meinem Zahn? Egal. Gegen dich ist er gefriedroh, ein Vulkan. Dann tau mich auf. Es tut mir leid, ich habe nicht mehr so viel Hitze. Oh. So, Zähnchen, die Susi wird sich jetzt erst einmal um dich kümmern. Um mich kümmert sich wieder keiner. Au, 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 Mama, das ist zu viel. Conny. Ui, du hast aber ein großes Gerät. Anne, halt, halt, nicht springen, sonst sind's doch tot. Doch kein Lemming. Mein Gott, sie sind nur so jung. Spring doch nicht. Ist wegen einer Frau? Ja, die hat mich verlassen. Hat gesagt, wir können Freunde bleiben. Das ist doch ein Schmarrn. Das ist genauso wie wenn dein Hund stirbt und ich sage, du kannst ihn behalten. Oder? Komm rein. Komm ist da. Ei, ei, ei. Hier geht's auch nicht recht viel anders. Meine Frau, die ist von mir gegangen. Oh Gott, hab sie selig. Na, die ist nicht tot, die ist bloß weg. Wieso? Naja, ich bin Franke. Ich hab nichts gesagt, sie hat nichts gesagt. Na, hat aber das andere gegeben. Ah. Und dann war die Geschichte nur mit dem Zahnarzt. Sie kommen mir bekannt vor.
Irgendwo habe ich Ihren Nasen schon mal gesehen. Ich? Ja, das kann gar nicht sein. Die tragen nur ich im Gesicht. Und mit einem Zahnarzt habe ich nichts an der Backe. Ja, und im Endeffekt war ich für Sie bloß ein alter Lappen. Ein Lappen? Ein Lebensabschnittspartner. Ach, so eine Frau wie der werde ich nicht mehr finden. Ach, tut mir leid, ich habe mich raus in die Berge. Tut mir leid. Das ist so. Ich bin der Anton. Ja, ich bin der Max, gell? Der Anton aus Tirol? Ja, aus Atzenhof. Ach Gott, das ist ja noch schlimmer. Max, wie Max und Moritz. Wieso? Na ja, die zwei Lausbuben da. Ja, aber nicht, dass sie glauben, ihr hättet was mit dem Bankraub zu tun, gell? Na, ich glaub nix, ich bin Polizist. Ja, ja. Das ist halt mein Handicap auch bei den Frauen, wenn die meinen Beruf hören, ne? Wieso? Sie verdrehen doch jeder Frau den Kopf. Ja, aber in die falsche Richtung. Schau ich hin, schau dich weg. Ja, aber wir sind doch zwei heiße Kerle. Ja. Du hast recht, wir sind heiß. Jawohl, wir sind schuld an der globalen Erwärmung. Ja, wir sind so heiß, der beste von der Welt. Ja, und ich bin manchmal sogar Heißmann. Too sexy for my ex. Too sexy for my ex. Too sexy for my ex. I'm too sexy for my ex. Give her my arm. Sexy for my ex. Oh, oh my, die Sushi vertrag, ich vertrag keinen rohen Fisch. Oh. Also, hey, Max. Garten. Max, hey. Hoffentlich erwischt der die Schüssel noch. Max, soll ich mir den Mann ausbomben? Das macht er schon selber. I'm too sexy for my ex. Too sexy for my ex. Entschuldigung, kann ich helfen, Herr Wachtmeister? Andi, an die Arbeit. Was ist dir jetzt wichtiger, das Geld oder dein Nagel? Im Leben muss man Prioritäten setzen. Genau. Genau. Max, Max, komm rein, wir sind gerettet. Max, Max, wo bist du? Ach nee. Irgendwann räche ich die Menschheit und scheiße eine Tauben auf den Kopf. Na, sag, ich dürfte nicht wasser. Sag bloß, ich bin jetzt einmal ums Haus rumkrabbeln und bin wieder da, wo ich vorher war. Oh nein! Dieser Zahnarzt ist immer noch da. Oh, der muss verschwinden. Einen wunderschönen guten Tag. Ich suche meinen Mann. Na, hier ist er jedenfalls nicht. Aber Sie wissen doch gar nicht, wer mein Mann ist. Nein. Aber wenn ich Sie so ansehe, kann ich es mir vorstellen. Oh. Frechheit. Oh, ich glaube, Ihre Pflanze braucht Wasser. Quatsch, die simuliert nur. Also, wenn Sie mich fragen, und ich bin jetzt keine Expertin, würde ich sagen, sie ist tot. Nein, die ist nicht tot. Die wächst nur knusprig. Also, wo ist er? Wer? Mein Mann Moritz Seidel. Was weiß ich, im Wartezimmer vielleicht? Vielen Dank auch. Na, die ist doch nicht ganz knusprig. Moritz! Ah! Okay, Max, bist du ein Geist? Wieso? Du bist durch die Wand gelaufen. Ich hab gedacht, du bist abgestürzt, Gott sei Dank. Ich muss ganz dringend sagen. Ja, hilf mir schon mal, die Mumie da zu verpacken. Hoffentlich langt das Klopapier. Ja, das langt schon. Also, oh. Was wolltest du mal sagen? Hab ich vergessen, kein Schimmer mehr. Ja, dann ist gut. So, und jetzt legen wir den Rückwärtsgang ein und dann.
Ab durch die Mitte. Du, Moritz, ich muss dich was fragen. Was denn? Meinst du, ich hab Chancen bei der Susi? Was willst du jetzt mit der Susi? Wir haben Bank überfallen. Überall ist die Polizei. Wir müssen uns verstecken. Da ist die Susi nur im Weg. Ja, aber ich hab mich, glaube ich, verliebt in dich. Es fehlt uns ja. Fehlt uns ja gerade noch. Ja. Meinst du, ich hab Chancen? Nein. Ja. Wieso? Die, da hast mehr davon. Bei den Alten bist du gut kalten. Alte Kanone, du da nur ein Schloch. Das hat die Christel immer gesagt. Ja. Und da scheppert's öfters. Ja. Aber ich hab mich schon verliebt in dich. Nee, da musst du ja so, wie du ausschaust, nutzt dir nichts. Da musst du was tun für dich. Da musst du ins Fitnessstudio gehen. Ja, aber so ein Fitnessstudio gibt's ja gar nicht in Fett. Freilich haben wir die. Mehrere sogar in der Stadt. Ja, im Hinterhof. Nein, da vorne, da ist ein großes Schaufenster. Das ist ja fast wie in Hamburg mit Schaufenstern. Das sind wie die in Hamburg sind, aber in Fürth haben die, die neuesten Geräte drin. Ja, solche Geräte. Ein großer und kleiner ist halt, wie man es halt gerade braucht. Ja, je nach Geschmack halt, ne? Nach Ausdauer. Ja, Kondition halt, ne? Wie ja, man's durch. Aber das ist teuer wahrscheinlich. Nee, da zahlst du einen Monatsbeitrag und dann passt das. Ein Monatsbeitrag? Ja, du kannst neige so oft machst. Na. Einmal zahle ich so. Ja. Musst du aber für 2-3 Jahre auf einmal abschließen, ne? Ja, das wär's mir wert. Am Anfang empfiehlt sie ihr einen Trainer. Eine Trainerin? Na, die Trainerinnen, die sind so anstrengend, die peitschen dich durch. Nein. Ich bin mehr der sanfte Typ. Ja, der sanfte Typ, das nutzt dir nichts. Da muss richtig schwitzen dabei. Da muss er ausbauen. Ja, ich habe ja was nachzuholen. Aber zu oft darf man auch nicht neige ins Fitnessstudio. Ja, Fitnessstudio? Ja, freilich Fitnessstudio. Was hast du gedacht? Ja, logisch, Fitnessstudio. Sie sehen ja so verändert aus. Haben Sie trainiert? Ja, in Fitnessstudien. Toll. Ich habe keinen Nagellack mehr. Ich düse kurz los und hole welchen, ja? Ciao. 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 Oh, ist so süß. Mensch, was können Sie denn machen, dass ich noch ein wenig schöner werde? Am besten tust du eine Papiertüte übers Gesicht stolpern. Das ist eine gute Idee. Raus hier. Ein Mensch da draußen ist meine Frau. Ach, ich weiß wieder, was ich dir sagen wollte. Was? Ein Mensch da draußen ist deine Frau. Hallo, Hasi. Der Waldi hat dir was Schönes mitgebracht, mein Kind. Moment mal. Oh. Moritz, mein Schatz, danke. Diese Perlenkette wird ganz wundervoll zu meinem neuen Nerzmantel aussehen. Hallo, Halli. Wer sind denn Sie? Kurz, Dr. Kurz. Geschüttelt, nicht gerührt. Aber Sie sind ja auch nicht mein Hasi. Oh, das macht ganz und gar nichts. Alarm im Darm. Wie fühlt man sich, wenn man die schönste Frau im Raum ist? Einzigartig. Und, gnädige Frau, darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Ich gehe auf die 50 zu. Pardon, von welcher Seite? Doktorchen, was erlauben Sie sich? Das macht ganz und gar nichts. Ich wollte schon immer eine reife Kokette. Und ich wollte schon immer eine Perlenkette. Kommen Sie mit, mein Kind. Ich zeige Ihnen etwas, was Ihr Leben entscheidend verändern wird.
Mein Herr, Sie wissen schon, ich bin verheiratet. Das macht uns ganz und gar nichts. Sie werden es nicht bereuen. So, so. Ich bin der vollkommene Liebhaber. In der Bibel steht, niemand ist vollkommen. Das war vor 2000 Jahren. Da gab's mich ja auch noch nicht. Oh. Doktorchen, für ein bisschen romantischer, musischer, beflügelter hätte ich Sie schon gehalten. Die Flügel wachsen beim Entschuldigung, bin ich jetzt endlich einmal dran? Nein, immer noch nicht. Ich warte doch schon über 2 Stunden. Ja, herzlichen Glückwunsch, die Hälfte haben schon. Na gut, Doktorchen, dann gehen wir mal ins Dunkle. Nach Ihnen. Ja. Oh, da bringt mich runter dran. Nein, bin ich noch zu jung? Dann hauen wir jetzt raus, den Frecker. Ja. Sie. Bitte machen Sie mir nichts. Sie. Danke. Ja, ist ja gut, Kommissar Rex. Aus, sitz, pfui. Es tut so gut. Ja, das ist mir schon gleich Kenntnis. Mir hat nachts auch einmal der Zahn solche Probleme bereitet. Da habe ich eine Schnur drumherum gemacht und die Schnur um die Tür schnalle und die Tür zugehauen. Und was ist passiert? Ich habe im Treppenhaus schlafen müssen. In meinem Schlafgewand. Und die Schlafnacker. Da haben wir ihn. Schau es einmal, da hängt sogar das Blut noch dran. Ja, was denn? Haut's denn drum, Lulatsch, um? Wasser. Bleib's liegen, ich komm gleich. Das haben wir. Nicht bewegen. Ach, guten Morgen, Miss Marple. Geht's Ihnen gut? Ach, Sie haben mich ja eingenässt, Sie Bettnässe. Du schreist mir jetzt so, ich wollte dir doch bloß helfen. Ja. Sie schauen voll arg blass aus, gell? Ja, lieber blass um die Nase als nass um die Blase. Ich such schon was zum Abdrucken, da regen Sie sich nicht zu. Ja, dann schicken Sie es ihr weg. Sie Wachtmeister Dimpfelmoser. Er wird der Schreier nicht lassen, solange er liegt im Nassen. Stimmt irgendwas nicht, Kommissario Brunetti? Moment, da liegt der tote Leich. Und wie das ausschaut? Brutale, stumpfe Gewalteinwirkung. Da könnt irgendwo die Tatwaffe noch. Gut erkannt, Matula. Halt, fallen lassen. Wo haben Sie das Corpus Delicti gefunden? Am Tatort. Wo? Da. Dort. Selbstbomb. Na, gnädige Frau, finden Sie nicht, dass mein Körper wie Dynamit ist? Sicherlich. Nur leider ist die Zündschnur zu kurz. Kurz. Nomen est omen. Moritz! Halt, steht was! Keiner verlässt den Raum! Moment, Moritz! Du bleibst jetzt auf der Stelle stehen! Ist nichts, Moritz! Ich russisches Austauschschuh! Wo laufen Sie denn hin, gnädige Frau? Entschuldigung, komme ich jetzt endlich dran? Niemand kommt jetzt dran! Oh! Das ist ja ein kleiner Bautzi, Bautzi! Das ist wirklich ganz entzückend. Max, wo bleibst du? Wir müssen gehen. Ich möchte haben, mir kriegst du zu. Willst du vielleicht ein kleines Leckerli? Also, Moritz, da bist du ja. Da bin ich und da bist du. Du bist mir doch nicht böse. Nein, noch nicht. Ja, warum? Was machst du denn? Was machst du denn? Keiner rührt sie vom Fleck. Da drüben liegt der tote Leiche und ich will sofort wissen, was hier los ist. Setzen! Und keiner macht jetzt mehr einen Muck, sonst nehme ich alle fest wegen Irreführung der Polizei. Was ist da drin in der Tür? Aufmachen! Wo kommt es auf dem Geld her? Hände hoch! Keine Bewegung, oder wie sagt man da? Ich sage immer Hände hoch, aber keine Bewegung ist auch nicht schlecht. Ja, also keine Bewegung. Max, was machst du da? Keine Ahnung, ich bin ein Sklave der Regie. Das ist ein großer Fehler. Ich bin nichts für große Fehler, ich bin was für große Katastrophen. Also, Hände hoch. Es gibt Härte, das kannst du nicht. Das ist eine Geiselnahme. Schatz, würdest du mir jetzt bitte das Geld für den Herzmantel geben? Das ist momentan sehr ungünstig. Nein, im Gegenteil, es ist im Moment sehr günstig. Er kostet doch nur noch die Hälfte. Wäre meine Chance gewesen. Max, so viel Courage hätte ich
von Ihnen ja gar nicht erwartet. Ja, ich bin halt vielschichtig wie eine Lasagne. Jetzt aufhören mit dem Geschmack. Los, alle auf den Boden legen. Zack, zack, zack. Lass mich auch einmal. Nein, das kannst du nicht. Das kannst du nicht. Die Eier dazu. Nein, das kannst du nicht. Halt, ich habe. Ui. Sorry, jetzt ist mir einer entfleucht. Und das soll jetzt der Geiselname sein. Ha. Also, wie lange wird denn diese Geiselname noch ungefähr dauern? Ich habe um 16 Uhr einen Termin bei meiner Kosmetikerin. Einatmen, einatmen. Also, machen wir jetzt der Geiselname oder gehen wir machen? Rufen Sie bei der Polizei an und sagen Sie denen, dass Sie ein paar Millionen für uns wollen. Ja, so 12 bis 13. Millionen, für die nicht sechstens ein paar Münzrollen. Ich versuch's. Hallo, Neumann? Ich hab da jemanden für Sie. Die Polizei. Hallo, hier spricht der Geiselnehmer. Ich hab 5 Geiseln genommen. Hallo! Nein, ich weiß nicht, was die genommen haben. Ja, auf jeden Fall ist der... Wie ich heiß? Ich heiß Speck. Und ich bin der Knödel. Mhm. Zusammen sind wir die Specknödelbande. Das sind nicht unsere echten Namen. Was Sie nicht sagen? Aber wir wollten was Zusammenhängendes. Jetzt hörst du mir zu, ich kenne den Innenminister. Jetzt hat er aufgelegt. Die nehmen uns nicht für voll. Ist doch kein Wunder. Sie müssen gleich Ihre Forderungen stellen. Welche Forderungen denn? Sie Anfänger. Ja, lass mich das ja mal machen. Mach das, kannst doch du doch weniger. Ich kann dir das gefallen. Tja, das ist so auf dem Fenster gesehen. Hier spricht Wallace. Edgar Wallace. Fangen Sie mal her, da spricht der Überfaller himself. Ich möchte bitte gerne eine Salami-Pizza mit Doppelkäse. Wollen wir? Also ich hätte gern eine Nerzmantelgröße 42. Ich brauche einen neuen Golfschläger. Und ich hätte gerne ein paar pinke Schüchen in Größe 38. 417, Polizistin Not. Hilfe, ein Specknödel überrollt mich. Jetzt weiß ich, wie sich Polizisten vermehren. Jetzt hören Sie mal gut zu, ich habe eine Schusswaffe. Ich werde Sie auch jetzt... Warte. Sag mal, Max, wo hast denn du angerufen? Bambino bei der Pizzeria. Jetzt reicht ihr Pausenklaus. Her mit der Pistole. Wieso, wir machen doch das... Her damit, Hustenbär. Ja, dann bitte. Der Klügere gibt nach. Was für eine traurige Wahrheit. Das erklärt auch die Weltherrschaft der Dummen. Das hier läuft jetzt so. Ihr holt nicht die Polizei, ihr macht keinen Lärm und ihr lauft nicht weg. Dann und nur dann bleibt ihr vielleicht am Leben. Max, erinnerst du dich, wie ich dir gesagt habe, ich gebe dir Bescheid, wenn das alles um die Ohren fliegt? Ja, das weiß ich noch. Jetzt? Jetzt? Ha! Ruhe! Ha! Was habe ich eben gesagt? Ruhe! So ist brav. Und wenn ich jetzt hier noch einen Mucks wär, muss einer dran glauben. Haben das alle verstanden? Ja! Was ist mit Ihnen? Mein Vater hat schon immer gesagt... Seien Sie still oder ich hau Ihnen so in die Waffel, dass Ihr Toupet eine Reise zum Mond macht. Woher wissen Sie, dass ich ein Toupet habe? Ist das schief? Es gibt Toupets, die schreien förmlich. Oh, ich bin ein Toupet, sieht mich an. So, und jetzt wird gesprengt. Mensch, warum ist das Leben nicht so wie in einem Film? Da weiß man wenigstens, wenn es spannend wird, weil da kommt die richtige Musik. Es geht mir Licht auf. Sie wollen den Tresor sprengen. Dann sind Sie Erwin. Erwin der Löwe. Genau so ist es. Und ich werde sehr bald die Nummer 1 sein im Bankräuber-Ranking. Schauen Sie her, vor mir sind nur noch 2. Pink Bunny und eine gewisse graue Eule. Wer immer die beiden sind, mit diesem Coup werde ich sie überholen. Heute werde ich richtig berühmt.
Ja, vielleicht wird ja mal eine psychiatrische Einrichtung nach Ihnen benannt oder Kreisverkehr oder so. Seid die Klappe, siehst du, wie das der Knarre hat? Ja, siehst du, ich weiß es selber immer, dass ich nichts sagen soll. Aber dann höre ich mich schon selber sprechen. Sie gehen mir gewaltig auf die Nerven. Merkst du nicht, dass der dich nicht leiden kann? Ich hab Ihnen doch gar nichts gemacht. Ich war immer anständig zu Ihnen. Sie sind so ein netter Mann, Sie reden so lustig. Kommen Sie aus der langen Zennergegend? Nein, ich komme aus Ironien. Ironien? Wo ist denn das? Am sarkastischen Meer. Brombachspeicher. Halt einfach die Klappe! Klappe? Ach so, nein, aber der schaut so lustig aus. Sie schauen aus wie der berühmte, gut aussehende Komiker, der Karl Dall. Schaut aus wie Karl Dall, der schaut aus wie Calimero. Ja. Calimero mit Sombrero. Bitte hört mich mal auf, meine Güte. Ihr verletzt doch seine Gefühle. Hören Sie gar nicht auf die beiden. Also ich finde sie rattenscharf. Ja, Sie haben was von Matthias Schweighöfer. Ja, ganz doll. Meine Frau gräbt den Geiselnehmer an. Ich würde sie auch nicht von der Bettkante stoßen. Leute, sind denn auch ganz knuddelig. Naja. Hm? Möchte jemand vielleicht ein Schlückchen? Ich habe ja gar nicht gewusst, dass ich mit einer anonymen Alkoholikerin zusammenlebe. Moment, wieso anonym? Du weißt doch, dass ich Elisabeth heiße. Genau. Wenn die Elisabeth nicht so viel Promille hätte. Also, Schatz, gibst du mir jetzt bitte endlich das Geld für den Nerz? Du brauchst keinen Nerzmantel. Oh doch, der Nerz ist die Uniform der oberen 10.000. Man trägt heute keinen Pelz mehr. Oh, bitte, da hörst es. Wem glaubst du jetzt mehr? Einem kaltblütigen Geiselnehmer oder deiner lieben Frau? Muss ich da wirklich drauf antworten? Sie haben eine ganz tolle Beziehung zu Ihrer Frau. Ich habe überhaupt keine Beziehung zu derer. Ich bin nur mit ihr verheiratet. Oh, du bist zurzeit dermaßen unleidlich und überhaupt. Seitdem du arbeitslos bist, hast du nichts Besseres zu tun, als die gesamte Wohnung zuzumüllen. Tja, das machst du schon seit Jahren. Nur heißt es da Dekoration. Was? Wenn Sie wissen, was wir verschlammt haben. Hören Sie nicht auf. Alles, was man länger als ein Jahr nicht in der Hand hatte, das muss man entsorgen. Prima, dann kann ich dich ja endlich entsorgen. Na, tut mir leid, Herr Geiselnehmer, aber meine Frau leidet unter Stimmungsschwankungen. Ich leide nicht unter Stimmungsschwankungen, ich habe nur alle Stimmungen auf einmal. Es ist nämlich alles deine Schuld. Ach, und warum? Wart's ab, das fällt mir schon noch ein. Im nächsten Leben, ja, da werde ich eine Palme, da wedel ich mir in der Südsee eine. Na, was denn? Das ist harmloser als das da. Moritz, was ist denn? Es ist alles aus. Was denn? Es sind keine blauen Schokolinsen mehr da. Immer umdenken. Es reicht. Jetzt halten hier alle die Klappe. Vor allem Sie, Sie faul lauter Schwamm. Ich bin Ihnen verbal überlegen. Max. Ruhe, Dickerchen. Ich bin nicht dick, ich bin querschlank. Haben Sie jetzt ernsthaft noch was gesagt? Gar nichts, ja. Dann habe ich ja richtig gehört. Blondie, an die Arbeit. Wie? Hasi, du bist ja Professionelle. Das hast du mir aber verschwiegen. Ich hab dir gar nichts verschwiegen. Das ist eher unveröffentlichtes Bonusmaterial. Genau, jetzt alle rein ins Wartezimmer. Abmarsch! Los, Wadi, hopp! Gut. Ins Wartezimmer? Ja. Aber ich hab gar keinen Krankenschein dabei. Ab die Post! Hände hoch. Was soll das denn jetzt, so überschwingte Barbie-Fehlpressung? Ich hab gesagt, Hände hoch. Du willst mich fertig machen, du laufender Blondinenwitz? Gestatten? Pink Bunny, und heute werde ich zur Nummer 1 aller Bankräuber. Du hast mich angelogen. Ach was, wir Frauen lügen doch nicht. Wir erfinden die Wahrheit einfach neu. Und wenn du brav bist, bekommst du am Ende auch was von der Kohle ab. Quasi als Bezahlung für deine Vorarbeit. Wenn nicht, knips ich dir das Licht aus. Capito? Schätzchen? So. Okay, ist jemand? Hallo, Beste drücken, drücken, Beste! Beste drücken, Beste!
Max? Ja, vom Wartezimmer geht eine Tür ins Klo, da kommt man durch. Ah! Jetzt ist halt gleich gesagt. Das ist halt gefragt. Schau ich mal hinüber, da ist ruhig. Ja, aber pass auf, ist gefährlich. Die ist allein, der andere ist weg. Der andere ist weg, der andere ist weg. Der andere ist weg. Der andere ist weg. Der andere ist weg. Je steiler der Zahn, desto fester der Biss. Oh, Max, kommen Sie rüber auf die dunkle Seite der Macht, hm? Max, keine Kumpanei mit dem Feind. Das ist doch nicht der Feind, das ist mein Susi. No, der ist verliebt. Ach, ist das schön. Einem verliebten Mann wachsen doch bekanntlich Flügel. Wenn sie verheiratet sind, werden sie nicht wieder gestutzt. Ah. Hier, halt das mal. Ja, yeah. Was ist denn das? Dynamit. Oh. Das schaut nicht gut aus für ihn. Genau. Das war's, los, in Deckung. Oh. Hey, jetzt schimmelt's gleich, Vorsicht. 3, 2, 1. Hä? Wieso geht das nicht? Ein Schöp, Schöpet! Los, hier nach! Schöpet! Hier nach! Was soll ich denn sagen? Hör auf deine innere Stimme! Ich höre nicht! Ran an den Speck, du Knödel! Hallo, Susi. Darf ich Sie einen kurzen Augenblick stören? Klar, was gibt's? Nix, ich wollte Sie nur kurz stören. Max, fragen Sie es, ob sie mit Ihnen ausgeht. Ach, die alte Sau! Max, manchmal muss man im Leben einfach was riskieren. Ja, ich hab gestern riskiert. Beim Staubsauger habe ich meinen Fuß mit eingezaugt. Oh. Du lebst dein Leben am Limit. Moment mal, denkt Niedlerskopf, weil ihr mit meiner Susi verkuppelt. Machen Sie es wie im Sturm der Liebe. Ja, ich bin ein Wirbelsturm. Ist vom Winde verweht. Los, jetzt! Der Kasper und mein Susi. Schatz, wäre es jetzt ungünstig, wenn ich dich wegen des Nerzes fragen würde? Ja! Ach, das war's. Aus der Traum vom großen Geld. Susi, ich bin bestimmt nicht der Traumprinz, auf den Sie immer gewartet haben. Und ich bin bestimmt nicht gut aussehend und habe auch nicht viel Geld. Aber mir geht's. Ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Mir fehlt die Dings. Aber was fehlt dir denn, Max? Die Worte fehlen mir, Susi. Die Worte. Das ist besser als Sturm der Liebe. Das war eine Explosion, doch. Das war meine Explosion und danke, Max. Die Wand ist durch. Wir sind reich. Nein, stehen bleiben, das können wir zulassen, das ist Diebstahl. Und sind Killer, da fragten Sie, ich bestimmt nicht. Money makes the world go round. Ja, Feigo, wie schaut's aus mit ein bisschen Bestechungsgeld? Ja, im Prinzip schon nicht schlecht, aber mir bietet ja keiner was an. Ja, das kann man ändern, hab Nein zu rufen mit Ihnen. Halt, das ist mein Tresor. Ich hab ihn zuerst gesehen. Sie sind umzingelt. Nur über meine Leiche. Die Mumie ist los. Bin getroffen. Halt, hinten hat er getroffen. Sehe mein Leben noch einmal vor meinem geistigen Auge. Mich als Kind in der Gustavstraße. Auf meinem Dreirad. Das Fenster öffnet sich und meine Mutter ruft, Christel, Christel. Moment mal, ich hasse ja gar nicht Christel. Das Leben meiner anderen zieht an mir vorüber. Max, mein Bruder, ich habe dich immer geliebt. Ja, tot. Aber du bist nicht tot, das ist eine Spielzeugpistole. Was? Ach so, drum habe ich nichts gespürt. Ja, ich kann nicht tot sein. Du bist aber nicht so dumm, gell? Es gibt viel Dümmere wie dich. Zum Beispiel Truthähne. Wenn es regnet, schauen die so lange in die Luft, in den Himmel hinauf, bis sie da oben sind. Moment mal, dann habe ich mit einer Spielzeugpistole eine Bank überfallen? Ich habe doch keine echte hergekriegt. Schau nicht so wie ein Ochs am Berg. Was ist denn da noch in der Wand? Was ist jetzt in meine Millionen? Der Tresor war leer. Scheiße. Immer positiv denken. Schöne Scheiße. Ja, drin lag nur diese Visitenkarte. Die Nummer 1.
und bleibe ich. Gruß, die graue Eule. Graue Eule? Da kommt ja die Quadratwurzel des Übels. Na, wie hab ich das gemacht? Das ist ja nicht von mir erwartet, hä? Was machen wir jetzt mit dem Dolchi? Verhaften und abführen. Hopf, auf, Möschle. Bist du selber draufgekommen, Anton? Nein, da hab ich ein kleines Männle im Ohr, das hat's mir geflüstert. Ah, wo gibt's denn sowas im Supermarkt? Nein, Draffelmarkt. Lassen Sie mich, Sie wandeln der Justiz, dumm. Spotzen Sie mir nicht so voll. Kein Wunder, dass da so eine Luftfeuchtigkeit wie im Aquarium ist. Ach, Sie können mich mal. Na, danke, ich stehe auf blond. Meine Renate hat mich bei auch immer nachts ans Bett hingefesselt mit Handschellen, ne? Und dann ist sie eingeschlafen, ich war ungefähr. Sag's mal, Herr Wachtmeister, was ist denn mit uns? Werden wir nicht verhaftet? Naja, das ist doch ein gesuchter Schwerverbrecher. Und ihr zwar, seid ihr bloß zwei Specknödel, oder? Du passt mal auf die Susi auf, sonst überlege es mir noch, gell? Okay, okay. Gehen wir. Hasi, wieso ist da ein Loch in der Hand? Ach, Zähnchen, für dich hab ich ja noch was. Und für dich auch, Waldi. Ha! Wäre ich gerne eine dieser Schnipsel gewesen. Kann mir irgendjemand sagen, wieso da ein Loch in der Wand ist? Komm mit, das erkläre ich dir nachher. Wir beide, wir müssen noch schnell ein kleines Feuer machen. Wie mein Vater schon immer gesagt hat, unehrlich währt am längsten, wenn man rechtzeitig alle Beweise vernichtet. Hier. Hier sind wir da drauf, wo wir am Anfang waren. Mit 1.981 Euro. Und einen angebissenen Apfel. Und einen angefressenen Apfel. Aber du hast wenigstens dein gutes Aussehen. Ja. Sag mal, Liebling, was ist dir eigentlich lieber? Ein attraktiver oder ein reicher Mann? Hä? Weder noch. Ich liebe nur dich, komm. Hab ich ein Glück, du. Hätte mich leider schießen können, der Geiselnehmer. Ja, das war's dann wohl. Macht's gut. Susi. Ich möchte, dass du mich nicht vergisst. Darf ich dir was zum Andenken schenken? Du bist süß. Danke, Maxchen. Und das mal wohl kein Happy End für mich. Aber nein, lieber Max. Am Ende wird immer alles gut. Und wenn's noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Max, liebe mich und ich werde Berge versetzen, nur um dich glücklich zu machen. Aber wenn du mir wehtust, dann lasse ich diese Berge auf deine Eier fallen. Damit kann ich leben, ja. Aber von nun an lass uns nur noch geradewegs nach vorne gehen. Ja, geradewegs in die Schweiz. Und dort suchen wir uns eine nette, kleine Bank. Ja, eine schöne Parkbank. Und da machen wir dann Gerätetonnen. Bin und bleibe ich die graue Eule.